Was ist das eine Ding, über das Menschen sich überproportional viele Gedanken machen? Ich weiß ja nicht, woran ihr jetzt gedacht habt, aber ich meine die Zukunft. Wir denken permanent darüber nach, wie sieht unser Leben von morgen aus und macht das Ganze noch so viel Spaß wie heute? Wenn wir in den Nachrichten nachgucken und Überschriften lesen wie Klimawandel. Im Dachgeschoss könnt ihr 2050 nicht mehr leben. Oder Roboter, euren Job gibt es in 5 bis 10 Jahren überhaupt nicht mehr. Natürlich geht uns der Arsch auf Grundeis. Natürlich haben wir nicht so viel Lust, diese Welt zu erleben und graben uns ein und machen lieber gar nichts mehr. Ich sag aber mal so, ich habe das große Glück, mich jeden Tag mit der Frage zu beschäftigen. Wie sieht die Welt von morgen aus? Denn ich begleite Unternehmen von vielen verschiedenen Branchen genau auf dem Weg in ihre Zukunft. Wie könnt ihr euch jetzt bereit machen für das Jahr 2040? Und nach allem, was ich weiß, habe ich richtig Bock auf die Welt von morgen. Ich habe richtig Bock drauf, rauszufinden, wie fühlt es sich an, aus der Tür zu gehen und in ein autonomes Fahrzeug zu steigen. Wie fühlt es sich an, da wieder auszusteigen, ums Büro zu gehen, aber überhaupt kein Computer und Handy mehr zu haben, weil die Umwelt so intelligent ist. Gleichzeitig aber keine Angst, um meine Daten haben zu müssen. Wie sieht das aus, wenn ich nach der Arbeit in eine bunte, vielfältige, smarte, grüne, nachhaltige Stadt gehe, weil Hunderte und Tausende von Startups sich um die Klimawende gekümmert haben? All das und viel mehr erfahrt ihr in meiner Keynote Reise in eine strahlende Zukunft.